Und willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Ultimate Junkie. Ich bin's Marcel. Und ja, bei uns hat es letzte Nacht ein bisschen geschneit. 700. Hier liegt ein bisschen Schnee. Ist aber nicht ausschlaggebend für das, was ich heute vorhabe. Denn hinter uns steht unser Teleporter, der Manitou hier. Mit Speziallackierung, normalerweise ist er rot. Und ja, ich kann mal kurz was zum Fahrzeug sagen hier. Der ist Baujahr 2007, müsste das sein. Der hat ungefähr 3.500 Stunden runter, ist ein 3514, das heißt, er kann 3.500 Tonnen heben und 14 Meter den Ausleger weit ausfahren, in Verbindung mit dem Anheben, 14 Meter vom Boden, abheben die Last. Und wir haben den gekauft, oder was heißt wir, mein Vater hat den gekauft für die Schulung, Teleskop-Gabelstapler-Fahrerschulung. Und der kommt aus den Niederlanden, so gesehen hier blind gekauft, ja, weil das ein bisschen weit war zum Angucken fahren, über Bilder gekauft und war auch einiges dran kaputt. Wenn man irgendwas blind kauft und sich das Ding nicht anguckt, haben wir alles repariert bekommen, ohne Probleme. Und ja, das läuft auch super. Der macht auch nicht viele Probleme, weil er halt, der hat schon Elektronik, aber es ist noch ein frühes Baujahr hier. Ich höre immer wieder von, ja, Firmen, wo man eine Schulung macht, dass man halt, also dass die die Maschinen kaufen und da haben die schon das zweite Getriebe oder da ist irgendein Lager kaputt im Getriebe oder halt hauptsächlich Antriebsprobleme. Oder halt Elektronik, dass er irgendwie wieder, ja, Fehlercode hat, dass da ein Sensor kaputt ist, ein Schalter oder sowas. Das kommt auch immer wieder oft vor. Ja, und der hat halt noch ältere Technik verbaut. Der ist bei uns jetzt zumindest, ja, weiß ich gar nicht, 5, 6 Jahre. Da ist noch nie was kaputt gewesen. Der läuft ja auch nicht täglich, klar. Aber wenn man den startet und er längere Zeit stand, ist ja auch schon mal was Gutes, wenn er dann gleich anspringt. Und das tut er auf jeden Fall. Das einzige Problem ist bloß, unten steht so eine Batterie. Der hat keine frische Batterie drin. Ich kann hier nicht für jedes Fahrzeug eine Batterie kaufen, das ist ein bisschen zu teuer. Und deswegen, der hat eine alte drin und ich habe einmal, bin jetzt einmal überbrücken hier. Starthilfe geben. Setze mich gleich mal rein und starte. Und ja, der hat auch eine Zahnkodsicherung. Also kriegt keinen anderen an, der den Code nicht kennt. Und ja, ich kann draußen nochmal, oder ich laufe draußen nochmal rum um die Maschine und filme sie nochmal so ein bisschen. Und dann soll es losgehen, habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich, ne? Dann soll es losgehen und zwar sollen wir einmal die Dachen sauber machen bei uns. Mit dem Teleskop-Gabelstapler und da in der Ecke der Drude da, das ist ein Arbeitskorb, Eigenbau-Arbeitskorb und Monitoraufnahme. Und den baue ich da gleich einmal an und dann gehen wir einmal weit hinaus, also weit hoch in die Dachrinne, die sind ziemlich hoch hier bei uns und machen ein bisschen die Dachen sauber. Ja, wenn man vom Teufel redet, jetzt, ich will da nicht ansprechen. Teleporter, das ist wegen der Batterie. Irgendwie, also ich habe die andere Batterie jetzt nicht verbaut, die tote Batterie ist drin. Ich habe das Überbrückungskabel ja direkt an den Polenklemmen festgemacht. Aber wenn man nicht startet, dann klickt das nur einmal. Also das wird irgendein Kontaktfehler sein. Aber es ist meine Freundin einmal Bescheid gesagt, dass sie gleich kommt. Die soll sowieso helfen. Und dann kann sie mal starten, ich wackel hier, dann wird das schon funktionieren. Hier haben wir den Motor, das müsste eigentlich Perkins Motor sein. Vierzylinder-Maschine. Das ist die Batterie, die Tode. Das filme ich mit, ne? Das schneide ich nicht raus hier. Aua, warte mal, jetzt bin ich am Sandhaufen gedreht.
mein Equipment hier einer und vor ich. Da hinten sieht man schon, da läuft schon alles runter, ne? Wo das meiste sich gesammelt hat in der Biegung da. Stück vor! Ah, hier ist auch nicht was drin. Moos ist ja auch nicht drauf, aber das lassen wir noch drauf. Weil die Eternitplatten auch nicht mehr die besten sind. Aber die haben die Blechplatten schon überstanden. Weil diese neue Blechplatten da hinten und die Eternitplatten sind um einiges älter. Und die halten besser noch als die Blechplatten, weil da rostet das immer meister, wo die Schraube dann irgendwie an der Dachlatte fest ist. Stopp! Stopp! Ausleger rausschieben! Ja, gehen raus! Stopp! Fahrmacher ist breit. Langt! Ja, und jetzt fahren wir halt einmal hier lang, ne? Und dann machen wir sauber. Einmal hier auf der Seite, auf der Hofseite, dann auf der Straßenseite nochmal. Am Haus dann auch noch an die Dach drin. Im Anbau da vorne. Ja, ich mache das jetzt einmal hier fertig und dann fahren wir nochmal ganz hoch auf 14 Meter Höhe. Wir gucken uns die Welt von oben an. So, das erste Fuder ist nun voll hier von der Hinterseite des Hofes. Fahren wir an so einem Tor vorbei und am Eierhäuschen und kippen das aber hinten im Knick rein. Stopp! Oben rüber! So, wir sind jetzt fast fertig. Die Finger sind eiskalt, aber zum Glück haben wir eine Wärmflasche dabei, um die Hände aufzuwärmen wieder. Lebendige Wärmflasche. Ja, zwei große Bodys hier sind da zusammengekommen. War auch ordentlich Eis da drin und das tut ja ordentlich an den Fingern weh, sowas. Bei dem Schnee. So, jetzt fahren wir einmal ganz hoch auf 14 Meter. Wir sind jetzt fertig mit den Dacharbeiten. Die Pratzen einmal runterlassen hier, abstützen, Vordach ein Stück hochholen, wenn man da auch sicher steht. Was ist das? Gut, dann hoch! Ja, stopp, hier hoch.
14 Meter ist schon ein Stück. Also wer da nicht schwindelfrei ist, der macht da schon dicke Backen. Weil, ja, das schon ein bisschen kleiner wäre von oben alles. Kälte wird hier oben auch. So, jetzt sind wir oben. So, mit dem Teleporter sind wir fertig und jetzt bin ich wieder am Frontlader dabei und will einmal mit der Magnetbohrmaschine ein paar Bohrungen in die Konsole setzen, beziehungsweise die Bohrungen, die oben in der Konsole drin sind, ein bisschen vergrößern auf 30 mm. Und dazu habe ich hier diese Magnetbohrmaschine geliehen, weil die Konsolen ein bisschen größer müssen hier oben von den Bohrungen her, weil ich die in der Schwinge, die Buchsen auch größer gemacht habe. Und auf der anderen Seite hier sieht man, das ist schon ein ganz schönes Langloch drin. Gucken wir mal, was der Bohrer da gleich macht. Auf der anderen Seite geht das noch. Theoretisch müsste man eigentlich von der anderen Seite zuerst bohren und dämpfen, von der Seite. Mit der Führung hat der Bohrer, aber das wird wohl nichts, weil, ja, weil die Motorhaube davor ist und die Halterung alles von der Motorhaube. Weil hier ist ja schon eine Anlegefläche für die Magnetbohrmaschine und da kann man ja schön reingehen oder schön rangehen dann. Ich weiß nicht, wie so ein Ding funktioniert. Ich habe es auch noch nicht probiert oder benutzt zum Teil. Deswegen gucken wir uns das jetzt einmal an. Machen wir mal eine Kasten auf hier. Oh, schöner Apparat. Bestimmt auch nicht schwer. Boah, da auch noch dabei. Ich habe ja auch Bohrer dafür. Ich meine, der Mosekegelaufnahme, ja. Von daher sollte das schon machbar sein. Ja, Stromversorgung, andocken da oben an der Konsole, zentrieren, vorne natürlich Bohrer rein und dann ein bisschen Öl und kann das eigentlich losgehen. Das will ich zum einen mal machen jetzt gleich und dann war ja die Diskussion dann noch in einem Vlog oder Video wegen dem Rahmen hier, den ich gebaut habe. Dass ja mehrere gesagt hatten, ich soll den nochmal zusätzlich an der Kabinenhalterung festmachen, was ich jetzt auch im Nachhinein finde, dass das ein bisschen Sinn macht. Weil ich ja vorgesehen hatte, dass ich den auf jeden Fall unten an den Getriebe festmache, an den 6 Bohrungen, die da vorhanden sind. Ja, deswegen muss ich jetzt gleich einmal nochmal gucken. Ja, Kabine einmal abstützen und die Kabinenhalterung abmachen, ne? Mit den 4 Schrauben da oben lösen. Weil da muss eine Platte drin unter mit 4 Bohrungen nochmal, die nach vorne gezogen wird. Und ja, der Halter muss dementsprechend ja gekürzt werden, das passt ja oben nicht mehr unter da, in die Zentrierung da vom Silentblock. Das gucke ich mir gleich mal an. Und dann muss das hier nochmal festgeschweißt werden, habe ich hier bloß grundiert. Hier irgendwie fest, ich weiß das nicht, hier rausragend. Muss ich mal gucken, weil ich muss ihn wahrscheinlich erst montieren und dann kann ich sehen, wie das passt. Naja, erstmal die Bohrung da oben, wenn ich das fertig habe, dann die Bohrmaschine wieder im Notfall zurück kann, falls ich die brauche. Und dann gucke ich mir den Rest da einmal an und dann sollte das auch bald hier fertig sein, dass die Halterung komplett ist. So, ich habe die jetzt mal ganz zurückgeschraubt. Man sieht das hier, die ist am Anschlag dran. Bloß
Boah, guck noch so weit raus unten. Deswegen muss ich jetzt einmal diese Klemmschrauben hier lösen, die den auf verschiedene festklemmen, die Bohrmaschine an sich selbst. So, ich habe jetzt nochmal das Langloch, was ich da hier war, ein bisschen aufgeschweißt, sodass es einigermaßen wieder rund ist. Weil ein zu großes Loch kriegt die Bohrmaschine auch nicht klein. Ne? Mann, das ist ein Klopper. So, ich musste die Konsolen jetzt auch einmal abnehmen, weil man sonst schwer da rangekommen wäre zum Schweißen. Weil wir haben jetzt diesen Unterbau unten wieder rangeschraubt. Der war mächtig schwer. Haben dafür auch unseren Eigenbau-LKW-Wagen hier übernommen, wie man sieht unten. Und ja, dann habe ich hier unter der Kabinenhalterung das festgemacht. Eine Platte gebohrt, vier Bohrungen und dann hier einmal verschweißt. Wie man das so sieht. So, dass das da wirklich fest ist. Jetzt habe ich noch ein paar Schraubenbestellzölle hier, die müssen erst noch kommen. Hier habe ich mir einmal 12 Schrauben, einmal ein bisschen zölliges Gewinde drauf geschraubt, bloß dass das einmal hält hier alles und ich die Kabinenhalterung wieder festmachen konnte. Und das Gute ist, ich musste sie nicht kürzen, weil ich einmal geguckt habe und hier oben habe ich dann mit einem Plasmaschneider unter der Kabine einfach ein Langloch reingemacht in die Halterung, sodass ich dann weiter nach außen konnte. Das passte auch ganz gut noch mit der Treppe hier, mit der Halterung vom Tritt. So dass das ging und ich hier nichts kürzen musste. Also deswegen ist hier alles noch original und passt ganz schön, so wie ich das eigentlich haben wollte. So, und jetzt sollen wir die Konsole wieder reinsetzen. Die haben wir hier im Stapler hängen. Und ja, dann ist das jetzt mal abgeschlossenes Thema. Die andere Frage wäre dann noch mit der hydraulischen Schicht des Steuerventil nachrüsten. Mit Einhebelsteuerung oben dran. Das kommt das nächste Mal dann wahrscheinlich. So, das ist jetzt mal die linke Seite hier der Konsole und sieht man diesen Eigenbau. Bis da hinten hin. So, und dann passen die Löcher hier auch ganz gut. Da kommen noch große Schrauben rein. Die habe ich noch nicht, 3 Stück jeweils, links und rechts. Das müsste irgendwie M22 oder sowas sein. Oder M20, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, die Schrauben für die Kabine, wie gesagt, kommen noch da. Da sind 2 provisorische Schrauben erstmal drin. Auch hier habe ich einen Langloch oben reingemacht, dann brauche ich den Halter nicht kürzen, das wäre echt gut. Und ja, vorne passt das, ist fest. Unten müssen noch ein paar Schrauben rein,
Da sind bis jetzt erst zwei drin, mache ich morgen. Und ja, der muss der Schutz hier noch einmal fest. Muss ich da irgendwie dazwischen drücken, sodass man ihn dann auch rauskriegt. Wenn die Lichtmaschine was haben sollte, dann muss ja auch rauszubekommen sein, ohne dass die Konsole abgebaut werden muss. Gucken, was ich da morgen mache. Genau, hier oben ist er aufgebaut worden jetzt. 30 mm. Das geht also auch ganz gut und fast. Ja, und ansonsten sind die Konsolen jetzt dran. Fast fest, wie gesagt, Schrauben. Tankstutzen passt das auch. Hier oben habe ich noch ein Stück rausgeschnitten von der Konsole, sodass man da den schrauben kann und auffüllen kann und so weiter. Ja, und im nächsten Video wird das dann darum gehen, dass ich die Hydraulik installiere, das Einhebelsteuergerät oder Steuerventil und dann natürlich hier den Kollegen den Frontlader festzuschrauben bzw. anzubauen. Und wie gesagt, das Einhebelsteuergerät anzubauen, nachzurüsten. Genau, an den Hydraulikkreislauf anzuschließen. Ja, in dem Sinne will ich mich mal wieder bedanken, dass ihr reingeschaltet habt, vielleicht sogar bis zum Schluss geguckt habt, das Video. Ich hoffe, ihr konntet einiges davon gebrauchen, von den Ideen, die ich wieder an der Konsole da umgesetzt habe, was ich eben noch berichtet hatte. Und ja, der erste Teil des Videos war dementsprechend die Dacharbeiten. Mit dem Teleporter. Also, wie gesagt, vielen Dank. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Abonniert den Kanal, drückt Daumen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.